So, mit dem Einfädeln hat das ganz gut funktioniert. Jetzt mache ich hier noch diese Ösen dran. Das sind diese Kabeldurchführungsdinger. Die kommen einmal hier oben ans Gehäuse und unten, wo das Kabel rauskommt. Die habe ich mir auch schön plan geschliffen. Schaut richtig cool aus in Messing. Passt hier super zu dem Gerät. Ja, sehr schön. Ja, so schaut das Ganze jetzt hier aus. Mir fehlen für diesen Kolbenmotor, fehlt mir noch dieses Dichtungspapier oder diese Dichtungspappe, damit ich so eine eigene Dichtung machen kann. Solange das nicht da ist, kann ich auch die ganzen Komponenten nicht wirklich zusammenbauen, weil im Grunde jetzt nur noch das Teil fehlt. Und zwar meine ich dieses Ding hier. Da habe ich jetzt schon alles Mögliche dran gemacht, was ich dran machen kann. Hier oben das Teil. Die Riemenscheibe, mehr kann ich jetzt momentan nicht machen und mir fehlen momentan eine Dichtung hier vorne und für eine Schraube an der Seite. Morgen fahre ich gleich los zu so einem Kfz-Betrieb und so ersatzteilmäßig und so weiter und da kaufe ich mir solche Dichtungspappen, die gibt es da normalerweise und dann kann ich damit hier weitermachen. Dieses Teil hier bekommt ja hinten noch diese Abdeckplatte. Leider ist hier die Oberfläche nicht so schön. Das ist anscheinend damals noch vom Guss, Aluguss, irgendwie hier eine Blase drin gewesen und so weiter. Ich überlege, ob ich das Teil vielleicht noch lackiere oder ob ich es so lasse. Eigentlich wollte ich es so lassen, so Alu zu grün passt ganz gut. Ein bisschen im Kontrast. Ja, und so schaut das Ganze jetzt hier aus. Wesentlich schöner. Und jetzt fehlt mir nur noch die Dichtung. Ich habe mir hierzu so Pappmaterial besorgt, aber das zeige ich euch gleich. Man kann ja bei dieser Dekopiersäge den Tisch in der Höhe verstellen. Also man hat hier so einen vorgegebenen Weg. Es ist nicht viel, aber es ist ein Stück für eine Dekopiersäge ja doch einiges, weil ja das Blatt im Grunde auch nicht gerade unbedingt sehr lang ist. 5 Tage habe ich an diesem Projekt mittlerweile gearbeitet und ja, es ist natürlich sehr, sehr cool geworden, aber es kamen halt immer mehr Kleinigkeiten dabei. Ich habe ja mittlerweile wirklich hier auch jede Schraube, jede Scheibe, jede Mutter abgeschliffen, poliert, also klar, im Gesamten schaut es natürlich geil aus, aber es frisst natürlich eine Menge Zeit, wenn man wirklich jedes Teil nochmal explizit mit der Drahtbürste behandelt und so. Aber es lohnt sich am Ende. Also es lohnt sich. Ich finde, das schaut mittlerweile eh schon so geil aus, dieses Gerät. Jetzt bin ich ja noch parallel an dem Tisch dran. Der Tisch muss momentan noch trocknen, also das werde ich heute auch nicht mehr schaffen, den Tisch anzubringen. Aber der ist dann auch soweit fertig und dann schätze ich mal, dass ich morgen hier das Gerät das erste Mal auch mal testen kann und mal im Gesamten auch mal vorstellen kann. Ja, also lange wird es nicht mehr dauern. Haltet durch. Es ist Land in Sicht. We'll be right back.
So, die erste Dichtung ist fertig. Das ist exakt gleich geworden. Das passt auch. Das Material ist ein bisschen dicker als das Original, aber das ist okay. Und ja, jetzt werde ich es mal verbauen. Hat auf jeden Fall ganz gut geklappt mit dem Zirkel, das erstmal vorzuschneiden, die Außenkontur, Innenkontur und dann auch nochmal von der Rückseite einritzen. Das ging innen ganz gut und außen mit der Schere. Und jetzt sollte das eigentlich passgenau schön in meinen Deckel passen. So, der Keilriemen ist jetzt auch gespannt. Das passt jetzt alles. Läuft auch alles schön sauber und flüssig. Ja, und was mir jetzt noch fehlt, ist im Grunde der Tisch. Und dann könnte man eigentlich mal starten. Oder ich starte jetzt schon mal. Ja, nach dem ersten Testlauf hat es mir gleich mal die Glühbirne zerbröselt. Also das Ganze vibriert hier doch ziemlich heftig, weil das jetzt auch nicht am Tisch fest ist. Und da das noch so eine alte Glühbirne war, hat sie jetzt den Geist aufgegeben. Tja, muss ich mir mal eine mit LED-Lampen besorgen, mit so einem kleinen LED-Strahler dran, die hier einbauen. Und ich glaube, das ist irgendwie besser wegen der Vibration. Ich wundere mich jetzt die ganze Zeit, wieso diese Kappe hier nicht drauf geht. Ich krieg's einfach nicht drauf. Das hängt hier unten. Da kommt die Scheibe gegen. Und ich wundere mich. Und ja, zum Glück habe ich alles vorher dokumentiert mit Fotos und stelle fest, dass diese Keilriemenscheibe genau andersrum rankommt. Also die große Scheibe kommt nach hinten und die kleine kommt nach vorne. Und dann passt das hier auch mit dem Deckel. Jetzt muss ich das nochmal abbauen, das Ganze. Jetzt hier im zusammengebauten Zustand und ja, das muss ich jetzt wechseln, das bringt alles nichts, sonst kriege ich hier das Teil nicht drauf. Funktionieren tut es trotzdem, das ist kein Stress. Ja, so ist es manchmal. Der Keilriemenschutz, der passt hier super rauf. Das Ganze ist so, dass am hinteren Ende das Ganze festgeschraubt ist an den Standfuß und man kann hier vorne mit so einer Rändelschraube das Ganze lösen oder halt verschließen. Und das war's eigentlich. Ist ein bisschen schade, dass das hier verschwindet, weil das natürlich auch super toll ausschaut. Was mir jetzt eigentlich noch abgeht, ist dieser Verbindungsschlauch, der hier oben drauf sitzt und der dann unten die Späne wegbläst.
Also hier, das Teil, das war auch verstopft, das musste ich auch erstmal leer blasen mit einem Kompressor, sonst ging das gar nicht, das war total zu, ich weiß nicht womit. Jetzt kommt da auf jeden Fall Luft durch. Und ich war heute eigentlich im Baumarkt und wollte das Ding kaufen, war aber 5 Minuten zu spät. Es war 5 nach 7. Und um 7 machen hier oder um 8 machen ja hier in Bayern die Läden zu. Und dann war es das halt. Wie sind das eigentlich in anderen Bundesländern? Ich weiß ja, dass die da teilweise bis um 10 offen haben. Betrifft das auch Baumärkte bei euch? Das würde mich echt interessieren, weil das hat mich schon echt ganz schön geärgert heute. Chasing starlight to find its died away. Breathe it in. It's just now. We're just falling. And we won't always free fall back to nothing. Cause I'm just starting to. Hier kommt ja ein Schlauch drauf, der eine Verbindung zwischen dem Rohr und dem kleinen Rohr bietet, um die Späne, die unten erzeugt wird, wegzublasen. Da habe ich mir jetzt hier so einen neuen Schlauch gekauft. Das ist ziemlich cool. Ich habe jetzt hier einen Laden gefunden in Regensburg direkt, der sich auf diese PVC-Schläuche spezialisiert hat. Und das finde ich total cool bei solchen Projekten. Das betrifft ja auch diese Dichtungspappe, die ich hier auch vor Ort in einem Auto-Zubehörladen gekauft habe. Ich finde das ziemlich cool, wenn man das alles vor Ort kauft. Ich achte da eigentlich auch immer drauf, dass, wenn es geht, ich die Sachen vor Ort kaufe. Und das ist echt interessant, weil jetzt war ich in dem Laden, wo es auch diese Schläuche hier gibt und die haben da ewig viele Schläuche und Silikonschläuche und in verschiedenen Farben. Leider gab es das hier nur einfarbig. Da gäbe es eine andere Schlauchvariante, so ein Gewebe, die farbig sind in Gelb, Rot und so weiter. Blau hätte ich auch gern genommen, hatten sie leider aber nicht auf Lager, hätten sie aber bestellen können. Aber ich wollte das heute auf jeden Fall hier verbauen. Und jetzt habe ich mir diesen PVC-Schlauch gekauft. Da kostet ein Meter 1,20 € oder so. Und jetzt habe ich mir davon erstmal was geholt. Das Ganze werde ich jetzt hier drauf machen. Ja, und zu der Lackierung habe ich noch eine Frage auf Instagram bekommen. Ich habe ja dieses Projekt hier auf Instagram gepostet und dazu habe ich eine Frage bekommen, und zwar, wie ich das hinbekommen habe, dass die Oberfläche so perfekt ist. Naja, perfekt. Also ich habe zwei Schichten aufgetragen, zum einen bei dem Lackieren, jeweils immer mit einem Pinsel. Die erste Schicht, die habe ich dann auch fotografiert, habe das dann auch auf Instagram gepostet und habe das dann nach nochmal in der zweiten Schicht überzogen. Und bei der zweiten Schicht habe ich hier auch diese Schlieren drin, wovon mir auch berichtet wurde, Schlieren beim Pinseln und Läufer und so weiter. Das habe ich hier auch. Ich habe aber festgestellt, dass es sehr wichtig ist, welche Mengen man aufträgt. Also man darf nicht zu dünn auftragen.
auftragen. Man darf auch nicht zu dick auftragen und die Temperatur muss auch passen. Wenn es zu warm ist, dann läuft es natürlich mehr. Wenn es ein bisschen kühler ist, dann ist es ein bisschen zäher. Aber ich glaube, das ist alles so ein bisschen das Mittelmaß. Cool wäre es natürlich, das Ganze mit der Lackierpistole zu lackieren. Ich glaube, das hätte ich auch heute im Nachhinein eher getan. Da hätte ich vielleicht auch eine andere Farbe genommen, einen Zwei-Komponenten-Lack zum Beispiel. Aber ich bin jetzt erstmal total happy. Also wenn ich solche Projekte nochmal machen sollte, und das liegt eher an euch, ja, wenn euch sowas interessiert, wie man solche Maschinen restauriert, sowas interessiert mich sehr. Wenn es euch interessiert, dann hinterlasst mir einfach einen Kommentar oder irgendein Feedback, damit ich sehe, okay, das Thema ist auf jeden Fall interessant für euch und ich kann das dann halt einfach häufiger machen. Es wird hierzu noch einen Folgeteil geben. Das ist jetzt aber unabhängig von der Restauration. Die Restauration ist im Grunde damit abgeschlossen. Es wird aber einen Folgeteil geben, und zwar zu dem Thema, wie bedient man diese Maschine, wie richtet man sie ein, wie stellt man sie ein, wie erzielt man die besten Sägeschnitte auch mit dieser Säge und wie funktioniert das Ganze auch technisch. Dazu wird es dann ein kleines Review zu dieser Maschine speziell geben. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich wäre sehr froh, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank!